2. Februar 2019 8.31 Uhr. Dennis Schröder L. spielte gegen Miami groß auf. Mit einem starken Dennis Schröder haben die Oklahoma City Thunder ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Das Team des deutschen Nationalspielers setzte sich bei den Miami Heat souverän 118:102, 72:53 durch und feierte den 7. Erfolg in Serie. Schröder traf 11 seiner 13 Würfe aus dem Feld, erzielte 28 Punkte und stellte damit seine zweitbeste Leistung dieser Saison ein. Westbrook erneut mit Triple-Double-Team-Kollege Russell Westbrook kam mit 14 Zählern, 12 Rebounds und 14 Assists auf sein 5. Triple-Double, zweistellige Werte in 3 Kategorien in Serie. Paul George überragte mit 43 Punkten. Die Thunder halten damit den 3. Platz in der Western Conference. Die Boston Celtics gewannen ohne Daniel Theis mit 113:99, 56:47 bei den New York Knicks. Mit dem 8. Sieg aus den vergangenen 9 Spielen bleiben die Celtics im Rennen um eine Spitzenposition im Osten. Theis kam nicht zum Einsatz.